Chakalaka Buka, Chukumuku. Wurde betäubt. Ich wurde betäubt. Ja, Pech gehabt, würde ich sagen. Ich renne hier locker durch. Locker easy going. Hab auch gar nicht die Aggro von 25 Leuten. Giga müssen wir doch gar nicht töten, oder? Eigentlich müssen wir doch eigentlich nur durchrennen, oder? Ja. Bis hier, ne? Ich bin einfach mal vorgerannt. Weil wir auch gar keine EP bekommen. Ja, kannst du mal ihm sagen, dass er rennen kommt, hier hinkommt? Ich hab irgendwie Abo. Durchrennen! Jetzt kommt hier auch schon der Bossy. Bossy Mahersi. Und der Typ ist irgendwie keine Ahnung wo. Und wir haben Boss-Aggro, Alter. Ja, der Tank ist, glaube ich, erst mal hier. Erst mal am Start mit Dalcom Pallon, ist aber kein Ding, Alter. Ah, wir brauchen wieder so einen Hammer, damit wir die hochhauen können. Ja, jetzt macht das ein Wirbel. Da kommt wieder ein Hammer. Ein Hameloni. Ich gebe ein Schild, dann bin ich schneller. Ah, der Hammer wird geklaut von irgendeinem Spanner. Ah, was ist denn immer nur hinter mir her, Alter? Ich halte dich ja an. Boah, der... Wo ist denn... Hier, so ein Bopper müssen wir jetzt hier kaputt machen. Ja, komm, hau mal auf den Hammer. Yo, yo, yo. Palloni, was machst du? Ich hab Akku von diesen ganzen kleinen Viechern, ey. That's not nice. KDK stirbt auch gleich. Was ist los mit KDK? Was ist los mit KDK? Ich hau mal meine Schattengestalt raus. Und da kommen meine legendären Treons. The Legend of Treonis. Oh, ich liebe es, dass sie die jetzt haben kassen lassen, sozusagen. Haben kassen lassen? Haben kassen lassen. Das ja, die haben den Carsten mal gelassen. Also, wenn du den Carsten auch mal machen lässt, dann geht's ab, Alter. Dann lass es mal hier. Dann ist sie aber Schluss mit uns. Ich wollte ein Gebet der Heilung raushauen, aber das ging irgendwie nicht klar. Noch ein Gebet der Heilung. Und noch ein Gebet der Heilung. Und die ganze Gruppe außer Katie ist. Und Katie ist keine Ahnung, was. So! Hoch geboxt. Katie ist so ein bisschen retarded. So was sagt man doch nicht. Retarded heißt nicht so ganz spielfähig. So, ich hab mir auch einen Hammer geschnappt. Wo ist er immer hinter mir her? Achso, man, so einen Hammer kann man öfters gebrauchen. Jetzt hab ich natürlich gerade kommen die ganzen Spackis und ich hab meinen Hammer jetzt einfach so umsonst weggeballert. Auch noch ein paar Mal Gebet der Heilung raus. Wir müssen nur wieder so ein Boppy hier. Ja, und vor allen Dingen nicht in der Seuche stehen bleiben. Ne? Ja, der Tank scheint echt zum ersten Mal hier zu sein und auch irgendwie eine Kurve für einen Anfänger zu haben. So, ich boxe alle hoch. Nein, jetzt werde ich gestunt. Jetzt habe ich alle hochgeboxt. Ich hau mal schnell meinen Imper hier raus. Ja, Tank. Push mich weg. Irgendwie muss aber auch mal der Typ hier irgendwann getötet werden. Ja, wir sind hier gerade nicht so Chili-Rette unterwegs. Ist ja nicht zum Das Ausfall. Wird auf jeden Fall hier eine Herausforderung auf Hero, denke ich. Ja, ich hoffe mal ein bisschen Movement-mäßig, ey. Dass man hier mal ein bisschen moven kann, obwohl ich ja auch mal schon die ganze Zeit unterwegs bin hier. Ja, dass man sich auch irgendwie diese Hammer so einsparen muss oder so. Oder halt getimed setzen muss oder einer so Second Argo kriegen muss. Die Kommentare kommen bestimmt nachher. Hahaha, ihr müsst nachher gar nichts mehr machen. Ja, du bist tot. Ja, ich kann dich nicht heilen. Ich bin jetzt gleich selber tot. Ich habe auch gleich keinen Mana mehr. Ja, ich frage mich hier aber auch, ob der Tank mal hier so ein bisschen drauf achten muss, dass er die Typen auch aggro zieht, aber ich weiß auch nicht. Ich mach mal auch Verstehen bei dir. Dankeschön. Ich sag mal, tanky tanky tank. Ich hab jetzt ein bisschen Angst, dass du weißt genau, was raushaust. Was denn? Nee, ich sag's nicht. Hä? Das Hu! Was ich was raushau? Weil du gerade tanky 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 tank. Ach, weißt stank, du, woran stank, das stank, erinnert? Stank. Genau das. Ja, nee, ich fang damit jetzt nicht an, also. Aber der Tanky Tanky Tank könnte zur Folge haben, dass er gleich schreibt. Oh, hinter Schäme, Schäme. Und du Maul, du! Darf ich nie, du hast es ja. Kathy? Clarimoni.
Du bist ja eine Frau. Die denken jetzt bestimmt, ich bin ein Kid. Kitty Booby. Ach, kommt jetzt, Alter. Klarimoni. Das könnte man auch als Klarmoni. Du bist ja eine Frau, Monika. Interpretieren. Ja, die haben auf mich gewartet und wollen, dass ich regge. Nur habe ich kein Wasser zum Reggen. Doch, Unregen. Hier Winde zu. Was ist das denn für ein geiles Teil? Achso, jetzt habe ich Tempo um 100 erhöht. Kann ich schneller laufen? Vier Windesu, ein ziemlich schwaches alkoholisches Getränk. Das nimmt er zum Reggen. Alter, bin ich besopen. Kann man nur hopen? Da die gehen Bosco. Oh, irgendwie, weißt du, was sind das für komische Zipfeltypen da? Katzengeistgötter. Pelloni kriegt wieder aus unergründlichen Schaden irgendwie Schaden. Ja, ich stehe gerade in der Kotze. Don't stand in the Kotze. Ich glaube, ich muss mein Movement auch wieder überarbeiten und verbessern. Don't want to stank. I go home and douching, damit ich nicht stank. Damit ich nicht stank. Stank. Ey, nicht durch dieses Zeug rennen, dann kriegst du 100% weniger Trefferchance. Obwohl, ist bei dir relativ egal. Und DiMaggio. DiMaggio kriegst du auch. DiMaggio Laccio. Kriegt Damage? Nö. Stinky, stinky, stank. Nö, man kriegt kein Damage, aber ich habe 100% Trefferchance verringert. Das. Und ein kleines Gebiet der Besserung. Auf den Krieger. Und was geht hier ab? Kati, irgendwie gefällt die mir gar nicht. Dieser 85, keine Ahnung, was für eine verkrüppelte Klasse das ist. Blood Elf, Paladinus. Irgendwie kriegt er mir zu viel Schaden, ich weiß nicht. Das mag ich nicht! Oder von der Horde? Von der Horde! Wen interessiert das? Ich muss doch wissen, für welche Seite ich nicht mehr jubeln werde. Ich bin ein Panda. Sind Pandaren halt nicht Waschbären? Scheiße. Egal. Sind das hier alles für Geister? Weißt du auch nicht. Auf jeden Fall nerven die mich irgendwie. Ich mag die nicht. Ich hoffe nicht, dass es ein Raid gibt, wo solche komischen Viecher rumschweben. Die sehen für mich aus wie irgendwelche Voodoo-Puppen oder so. Ja. Die benutzt das Klopapier, so sieht's aus! Guck mal, jetzt hast du aber genug! Und diese Katie, oder wie auch immer die heißt, erstmal nimm den vernünftigen Namen und zweitens, was ist los mit dir? Zweitens. Guck mal, die tankt immer alle alleine, was ist denn ihr Auftrag? Ist auch Tank. Also ich fange gleich an zu weinen, zu flamen, so schön wie man sagt. Üb schon mal. Zu flamen. Notfeuer Spamming. Oh, ich nehme gar nicht auf. Nee, wann willst Das wär's jetzt, ey. Das wär ein. Alles umsonst! All zum Sünde! Ja! Ja! Sona! Noch eine Biene! Oh, ich hasse diese Scheiße hier. Juhu, und das, weißt du, was soll das machen? Was ist das? Wow! Ein aufgeblähter Braubier-Elementar. Kannst du mal aufhören rumzustänkern? Stinky Stinky Stack. Und diese Katie, ne? Irgendwann lasse ich die einfach links liegen und sterben. Jo, kotzen. I'm about that. Ich glaube irgendwie dieser Boss wird nicht so chillig mit der Gruppe. Weil die es einfach nicht drauf haben irgendwie. Mais. Ja, mehr Mais. Ach, geil. Schöne Geisthülle. Damit kann ich den erstmal richtig schön hochpowern.
dich mal eben kurz. Und Kelly. Fast tot, die gute Braut. Und bei Pelloni alles fit im Schritt. Jo. Na klar. Hey, möchte sich hier auf den Damage konzentrieren. Auf jeden Fall habe ich Akku von mindestens 30 von den Leuten, Alter. Das kann nicht wahr sein hier. Ja, irgendwie. Mach mal eine kleine Hymne der Hoffnung, dass ich gleich wieder voll Mana hab. Oder wenigstens ein bisschen Mana. Irgendwie ist er so ein bisschen schleppend, der Tank, finde ich. Dr. X-Killer. Wenn du dieses hier siehst, nimm dir das nicht so zu Herzen, aber... Bitch, fucking please, learn tanking! Irgendwie hat hier jeder Aggro außer der Tank. Und ich habe hier irgendwie fast bald keinen Mana mehr. Nee? Nee. Kommt jetzt der Boss? Nö. Er wartet jetzt. Ach ja. Er trinkt erstmal wieder ein Tequila. Was gibt's denn hier alles für Zeug? Ey, der Magier, Magier. Wasser, please. Handel. Wofür brauchst du denn Wasser, mein Freund? Stimmt, ich brauche ja gar kein Wasser. Komm jetzt, toll. Handel. Jetzt macht der Mana-Brötchen für Level 90. Oh mein Gott, Alter. Was für ein Idi. Gedeckter Tisch. Da ist einer. Ja, den kannst du nicht benutzen. Das kann ich nicht benutzen. Ja, supi. Ja, dann mal jetzt go hier, sonst, weißt du, es steht. Ah, wir haben genau dasselbe geschrieben. Genau im selben Moment geschrieben, die können wir nicht usen. Wie geil, Alter. Ach, jo. Ja, da hatten wir wieder denselben Geistesblitz, Alter. Diese Folge scheint ein Steh mit Pallon in einer, Pallon und Daiko in einer Insel und mach gar nichts. Folge, und jetzt handelt sie mir auch noch 90er-Dinger an, Alter. Oh, geil! Und weißt du, was jetzt kommt? Wahrscheinlich, die denkt gerade, Alter, hier ist doch Hero. And a one, and a two, and a one, two, three, Mushy Pool! So, damit der Spiel mal loslegt. Das war jetzt ziemlich riskant. Ja, ich habe auch richtig schön Argo. Ich hatte jetzt einfach keine Lust mehr. Das ist ja auch für heute nicht so interessant, wenn wir einfach so... In dieser Folge stehen wir wie immer in einer Instanz. Und Kati ist fast tot. Kati ist fast tot. Weil die auch einfach in dieser Schlammbrühe ice cold stehen bleiben. Kann man auch so glorreich sein? Mein Fisch nervt mich irgendwie so ein bisschen. Ich denke immer, das ist irgendwie so ein Ad. Was hast du gegen Fischi? Ich hab meinen gar nicht raus. Was soll das? Ja. Er soll doch mit mir durch die Wälder streifen. Ich werde ihn beschwören. Da ist er. Hi. Heiliges Feuer! So, Bierblitz. Ich muss jetzt sogar wahrscheinlich über die Damage-Schiene gehen, damit ich so ein bisschen Prediger kriege. War es das schon? Nö. Ich drück da mal auf Meet. Was ist das für ein Ding? Nee. Egal. Das ist der Boss jetzt, oder? Ja. Yang Chu. Yang Chu Hui. Aus Dragon Ball Z. Schon wieder. Haben sie wieder was geklaut. Heilung um 5% erhöht. Das ist doch mal eine nice Aktrodibot. Ach so, jetzt muss ich nämlich auch immer schön heiliges Feuer spammen. Das ziehe ich mir hier mal unten in die Leiste. Damit ich halt immer meinen Prediger kriege. Interessant, interessant. Müssen wir diese kleinen Blasen eigentlich kaputt machen? Keine Ahnung, ich kenne das hier nicht so gut.
So, wie oft habe ich jetzt Prediger? Zweimal. Oder was geht denn jetzt ab? Jetzt müssen wir die Blasen kaputt stechen, ja, hier. Ach so, ich kann nämlich nichts machen, deswegen. Ja, das war dieses hier, ja, genau. Wir kriegen, glaube ich, so näher wir einander stehen, immer Schaden die ganze Zeit. Jetzt habe ich doch. Ich kann gerade noch nichts machen jetzt. So, ich bin in einer Blase. Bitte Heilung. Ja, ich auch. Ich glaube, wir alle. Wir alle sind in eine Blase gefangen. Und wir versuchen hier gerade Jansu, der Dekantierte, zu töten. Keine Ahnung, wie der Typ heißt. Und der, ja, der Dekantierte. Echt jetzt? Ja. Das konnte ich nicht lesen bei mir. Ich habe es einfach so geraten. Wahnsinnig. Damn. Ey, können meine Treants jetzt Wucherwurzeln, Alter? Oder habe ich mich gerade verguckt? Muss ich gleich nochmal nachgucken, ey. Das wäre wohl obernass. Boah. Heiliges Feuer und 12% Mana kosten dieser Zauber um 9%. Hier, ich hau uns mal hier Schnelligkeitsbuff rein. Ich krieg den Schnelligkeitsbuff nicht. Wieso? Weiß ich nicht. Entweder stand ich A zu weit weg oder B zählt er dann nur für dich in der Zeit. Oder C. Oder C. Keine Ahnung, was ist hier, Alter? Diese Blasen hier kaputt zu machen. Jedes Mal geht da mein Prediger weg, ey. Ich könnte heulen. Mein Prediger geht dann weg. Soll ich dich ein bisschen mit dem Heal unterstützen? Nein, ist wieder so eine Blase. Die müssen kaputt gemacht werden. Tschu! Ich frag mich, ob man das auch komplett verhindern kann, dass man in diese Phase kommt, weißt du? Wie das denn? Ja, eventuell, weil du ja sagtest, da ist noch eine Blase, die muss kaputt gemacht werden, weißt du? Ach so, dass man die schnell kaputt macht. Ja, genau, vielleicht kommt die Phase nur, wenn man zu langsam war, meine Freunde. Und mein Shadow Ghost geht nochmal auf die Reise. Jetzt kommt wieder. Guck, jetzt kann man nämlich die jetzt im Moment noch schon ganz schön schnell kaputt machen, wenn man sich hier in der Reihe aufstellt, jeder eine Ecke. Und dann jeweils zu einer gegenüberliegenden läuft, dann geht das ziemlich schnell. Ja. Weißt du, wenn jeder eine Flanke nimmt sozusagen und der Tank bleibt in der Mitte zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich auch die Taktik sondergleichen. Das ist wahrscheinlich auch die Hero-Taktik, kann ich mal so von ausgehen. So, ich habe ziemlich viel Schaden jetzt. Ja, meine Treants können Wucherwurzeln. Juhu! Yuppie-yay, Schweinebacke. Wucherwurzeln und Zorn. Ich mache hier sensationellen Schaden mit heiliges Feuer. Jetzt bin ich im PvP noch krasser. Noch krasser? Also geht das überhaupt? Und man kriegt hier locker 400.000 Äpschen. So, nichts für uns drin. Ja, das ist halt immer das Leid der Pro-Gamer. Meist bleibt der Loot aus. Tschüss. Och ja. Watch this. Was hast du getan? Bist du schon da? Ich bin schon am Fighten hier. Ich hab mal kurz Video gemacht. Video gemacht, Werbe gemacht. Einfach so ausfahren. Die Brauerei ist zerstört. Ich bin hier schon am Fighten, ne? Ja, kann ich nichts für gerade. Ich musste eine Instanzgruppe verlassen. Ja, ich sehe dich hier gerade. Ich bin ja noch in der Heiliggestalt. Boah. Mach mal, musst du Damage drauf machen? Ne, die kriegst du wohl, oder? So, nee. Also muss man ja Damage drauf machen, aber es müsste eigentlich ja passen. Wir sind ja in einer Gruppe. Eine Erneuerung. Aber du musst gleich eben out of fight bleiben, damit ich mich eben wieder ums Becken komme. Nuklor. Dann würde ich Sorge, machen wir diese Quest nochmal fertig und dann machen wir eine kurze Unterbrechungspause. Und gehen eine Runde auf die Klo und eventuell nehmen wir am Anschluss erstmal ein paar Folgen vor sie auf, Leute. Ja, wenn ich reinkomme, ja. Das war mein schwuler Bruder. Danke, danke. So, ich mache ein bisschen Action. Ja, ich mach mit Action mit dir. Ich mach einfach eine kleine Gedankenexplosion um mich herum und krieg auch postwendend die Aggro. Nur habe ich kein Mana und ich mach erstmal Dispersion. Dispersion ist die Expansion der Knolle.
die antiproportional zur Expansion der anderen Knolle verläuft. Weißt du Bescheid, ne? Was die Wurzel, ja, das wusste ich noch nicht. Was ist die Wurzel aus 9? Wollen wir diesen Quest noch annehmen oder wollen wir jetzt sagen, abgeben? Wie annehmen? Hier ist noch einer, Neat Kuppelkopf. Der Kuppelblob. Ach da! Ja, los! Vielleicht müssen wir den nur ins Lager begleiten. Warte mal hier kurz. Hier noch eben diesen einen hier töten. Wir müssen hier wieder was sammeln, ne? Ja? Ja. Ja, lass die Quest mal annehmen, abgeben und sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Okay. Gibt's die Sachen hier? Ja klar, wahrscheinlich liegen die irgendwo rum oder so. Ja, die liegen hier direkt irgendwo rum. Jetzt rennen wir uns auch wieder hinterher. So. Ja, irgendwie haben die alle Bock uns zu folgen. Die wollen halt auf unserem Kanal immer stetig zu sehen sein. So sieht's aus. Ach, hier ist schon der Questabgeber sozusagen. Aber wir können ja trotzdem mal eben kurz hier ins Dörfchen laufen. Hier vor Klatscher vom, keine Ahnung was. Hast du schon abgegeben? Echt nicht. Ich jetzt gebe jetzt ab. Und niemand wird uns aufhalten. Krieg ich Armschienen, die ich nicht brauche? So. Ja, kannst du hier, kann man noch abgeben. Nee, ich kann hier direkt bei dem Typen abgeben. Das ist doch krass, generell Nasgrim. Meiner will nicht. Meiner ist hier bei mir, generell Nasgrim. Der läuft mit mir halt rum. Hä? Ja, ich kann mal. Hier ist übrigens ein Gasthaus. Ja, ich kann mal zu dir kommen. Hä, warum kann ich denn. Ja, sprech mit generell Nasgrim. Ja, meiner läuft hier mit mir. Ja, meiner auch, aber ich kann bei ihm nicht abgeben. Kannst du bei meinen abgeben? Ich sehe deinen nicht. Oh ja. Gott, ey, ist das hier wieder buggy, ey. Ja, dann können wir uns ja erstmal hier. Hier ist das Gasthaus. Im Gasthäuschen ausloggen, oh what? Was ist das hier für eine Scheiße? Kannst du ja eben in der nächsten Folge abgeben. Ja. Vielleicht muss ja, ich die Quest ja tatsächlich auch nochmal machen, wie einmal dieses eine Bug-Ding. Aber wir werden sehen, ob dieser Bug uns dazu verleitet, diese Quest tatsächlich nochmal zu starten. Und zwar in der nächsten Aufnahmesession, wenn es wieder heißt, Daiko und Paloni spielen für euch Let's Play WoW Mists of Pandarioni. Ciao, Leute. Tschüssi.